Ella Rumpf, herzlich willkommen und zuerst gerade einmal Gratulation zu 8 Nominationen vom Schweizer Filmpreis. Was bedeutet dir das? Es ist eine sehr grosse Ehre, in einem Film zu sein, natürlich, der 8 Nominationen hat. Aber natürlich freut es mich vor allem für alle, die in diesem Film mitgearbeitet haben und alles gegeben haben und mit Herz und Blut wirklich dafür gearbeitet haben, dass wir einen außergewöhnlichen Schweizer Film machen. Und ja, mega froh bin ich Part davon. Okay, cool. Ja. Cool. Was hast du gedacht, als du das erste Mal das Drehbuch in die Hände bekommen hast oder von diesem Projekt gehört hast? Das ist ja eigentlich ein Wahnsinnsfilm. Was ist in dir vorgegangen? Durch das, dass ich den Lorenz doch schon ein paar Jahre vorher kennt habe, bin ich auf das Universum vorbereitet gewesen. Aber als ich wirklich tatsächlich das Drehbuch gelesen habe, habe ich wirklich verstanden, was er sich ausgedacht hat und wo er damit hingehen will. Und han wirklich können den Film schon spüren und spüren, wo er damit hin will. Auch wenn er jetzt so, wie er ist, nicht ist, wie er am Anfang war, also geschrieben war, das Gefühl, das ich damals hatte, als ich es gelesen habe, ist das gleiche, wie wenn ich den Film gesehen habe. Also, und tausendmal besser. Okay. Und was ist das für ein Gefühl? Ist das Wärme? Ist das Chaos? Ist das Schönheit? Es hat ja alles in dem Film drin. Also, wenn wir jetzt den Film in Wort erklären, ich glaube, das ist der Film, der mir am schwierigsten fällt, irgendwie zusammenzufassen oder in Wort zu erklären, weil es wirklich ein Film ist, wo man mit dem Herz verstehen sollte. Aber erstens mal geht es wirklich um einen jungen Vater, der in einem sehr frühen Alter mit dem neuen Leben und mit dem Tod konfrontiert ist. Und mit einer Welt, die im Aufbruch ist. Und in diesem Aufbruch und in dieser ist auch ein gewisser Abgrund, wo aber sehr viel Leben drin steckt. Und ich glaube, dass das, wo der Film aber wirklich am besten vielleicht übersetzt oder kann, meiner Meinung nach, also das ist natürlich jedem seine Interpretation am Ende, aber es ist ein Film, der zur Menschlichkeit ruft, wo nicht nach Perfektion und nach einer Form sucht, sondern er ist da, um Leben und Seele und Poesie und Schönheit in unser Leben hineinzubringen und uns daran zu erinnern, dass Sachen nicht in Kästen, also dass man Sachen nicht einfach in einen Kasten tun kann und das Leben planbar ist, sondern das Leben ist unplanbar. Und das ist auch das Schöne daran und genauso das Traurige daran. Und ich glaube, wir leben gerade in einer sehr aufbruchsvollen Zeit, wo genau diese Gefühle wieder sehr spürbar sind. Also ich glaube, wir haben uns auch gewöhnt, unser Herz zu reservieren und Herz zu sein und nicht viel Gefühl zulassen. Und wir sind jetzt aber gehen wir durch Zeiten, wo wir mit so extremen Thematiken doch auseinandergesetzt werden, wo wir gar nicht anders können, wie einfach spüren, dass es bricht und dass wir Empathie zulassen müssen als Menschen. Und jetzt gehe ich mega weit aus, aber ich habe das Gefühl, das ist das, wo ich schön finde, wenn es einen Film machen kann. Und ich weiss, dass das ist etwas, wo der Lorenz als Regisseur und als Mensch tief irgendwie auch daran glaubt und vertritt. Das ist einfach wirklich, dass wir mehr mit dem Herz denken und weniger mit dem Kopf. Und so hoffe ich, dass man auch in den Film reingehen kann und mit dem rausgehen kann. Ich weiß es ja, nicht, mega. Ob ich das auf den es ist hochinteressant, was du sagst. Und ich habe auch genau solche Gefühle gehabt beim Anschauen des Films. Also das kommt wirklich auch über, das muss man sagen. Ja. Und ist es schwierig gewesen, das zu spielen? Also ich stelle mir das extrem schwierig vor, die ganzen Ups und Downs in diesem Film
können darstellen. Wie ist dir da dabei entgangen? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Rolle hatte, die am meisten hat müssen, durch mega Up and Downs gehen. Ich habe das Gefühl, wenn man die Rolle auf Naturelement irgendwie zusammenfassen würde, bin ich so wie ein Windhauch in dem Film, der so einfach durchgeht und wo sich einfach so ein bisschen vom Leben auch extrem gleiten lässt und einfach offen durch die Welt geht und durch das aber auch vielleicht dort die Verletzlichkeit drinnen ist. Ich glaube eben der Pablo, wo der Gabriel spielt, der Toni, wo der Joel spielt und die Luna, wo die Zoe spielt. Die haben viel krassere Konfrontationen und Emotionen in dem ganzen Konstrukt drinnen. Aber für uns alle, wo bei dem Film dabei waren, sind, ist für uns nicht einfach ein Abarbeiten von einer Aufgabe gewesen, sondern es ist eine Arbeit, wo wir alle mit sehr viel Offenheit und von persönlichem gegeben. Also es ist eine Familie geworden. Es ist zu einem gewissen Teil. Es ist unser Leben geworden für eine kurze Zeit und es ist wirklich eine grosse Passage mit viel. Es ist Leben im Film passiert und es ist Leben außerhalb vom Film passiert. Und ich glaube, das ist das, was ich daran glaube, auch beim Filmemachen, was ich einfach immer wieder entdecke, was ich sehr schätze, ist, wenn das Filmemachen sich nicht auf die Form machen reduziert, sondern lebendig wird und die Leute rundherum, wie auch also während dem Dreh, also belebt. Also für mich ist Film Leben. Und es ist das Schönste, wenn das passieren kann, wenn man das kreieren kann. Und ich merke es jetzt auch immer wieder wirklich bei Projekten, wo toll werden, dass das Leben herum ist. Wo ich schätze. Sehr gut. Vielleicht zum Schluss. Was wünschst du dir, was die Leute aus dem Film mitnehmen? Ich wünsche mir einfach, dass die Leute einfach vielleicht verändern. Mit einem Gefühl rausgehen. Einfach etwas spüren. Es gab also jetzt ohne spürst du mich, fühlst du mich. Aber einfach etwas. Einfach mit einem Gefühl rausgehen und vielleicht den mit sich tragen könnt auf eine längere Zeit und es einfach immer wieder vielleicht Bilder aufkommen. Und ich will nicht jemandem vorschreiben, was sie daraus herausnehmen sollten, sondern es geht in diesem Film, glaube ich, wirklich darum, etwas zu spüren und nicht zu verkopfen. Danke vielmals, ja. Ella Gumpf. Danke vielmals.